So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein 3 gegen 3 Duell in Smite. Ich habe gerade versucht, ein 1 gegen 1 Ranked zu zocken, aber da war die Wartezeit irgendwie so lang und habe ich irgendwann gedacht, okay, kein Bock. Ja, wir spielen mit Sylvanus, Cupid, ich spiele einen Vulcan gegen Hell, Fafnir und Amor. Ich mag es nicht, gegen Fafnir zu spielen, besonders wenn er gut gespielt ist. Hell Level 10 ist auf jeden Fall auch gefährlich. Doppelheal, wir haben auch ein Doppelheal. Wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Das Schlimmste ist bei Fafnir auf jeden Fall, finde ich, dieser Stun. Der ist so annoying einfach nur. Ich finde, es ist einer der schlimmsten Stuns in Smite. Ich hoffe, ich mich verplapper mich jetzt nicht, aber auf jeden Fall einer der nervigsten. Und ja, ich hoffe einfach mal, der kann nicht so gut spielen. Also in meinen Augen ist Fafnir auf jeden Fall relativ krasser Gott, aber man muss ihn halt wirklich gut spielen können. So, wir gucken mal, was geht. Was kaufen wir denn? Und was haben wir? Ja, wir haben den Stun. Also ich werde auf jeden Fall Reinigung nehmen. Keine Pots, aber wir haben hier Overheal. Cupid und Sylvanus haben wir beiden hier. Also hoffe ich mal, dass wir da einigermaßen zurechtkommen. Kann mal pingen, dass wir Damage gehen. Wenn wir es kriegen. Ist immer schon mal im Prinzip. Wenn die jetzt nicht direkt bei uns invaden, haben wir schon mal ein Camp Vorsprung, wenn man Damage hat. Also es wäre schon richtig nice. Aber es ist immer so eine Sache, hier groß auf den Kampf einlassen, ist schwierig, würde ich nicht machen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die machen wahrscheinlich ihr Mana-Camp. Oder unseres. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Das wäre natürlich auch auf jeden Fall ein krasser Konter, wenn die jetzt wirklich bei uns rein invaden. Also nicht invaden, aber eben unser Mana-Camp machen. Dann wären wir auf jeden Fall nicht mal even, sondern dann wären sie uns voraus. Cupid mit dem Devil Skin. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich zock gerade relativ oft Smite. Ja, ich würde eigentlich erst bei Level 4 Mana holen, aber gut. Wenn hier gerade nichts geht auf der Lane. Lässt mir denn eigentlich, hätte er den nehmen können oder Cupid, weil sie beide Heal haben, beziehungsweise er hat Damage. Ich werde die 1 leveln erstmal. Vielleicht auch parallel zu 3. Ich bin mir da mal ein bisschen unschlüssig. 1 ist gut für Minion Clear. 3 ist aber relativ gut, einfach um Damage zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stacken werde. Wahrscheinlich schon. Gucken, was die anderen so kaufen werden. Lagging. Der beschwert sich schon. Jetzt, ja. Mal schön am Heilen, das ist gut. Ja, Fafnir ist halt richtig eklig. Oh. Oh, der Stun ist so eklig, einfach nur. Muss man die wieder verscheuchen. Die sind jetzt bis jetzt relativ gut. Und die fast schon zum Backgehen geforst, beziehungsweise werden wir jetzt tun. Oh, getrollt hat er mich. Ein paar Minions absnacken. Holt die Hammer. Hell hat extrem offensiv gespielt. Gut, Hell, ich glaube, wenn die im Early Game ist, die auch schon ziemlich stark, weil man muss man die schon relativ offensiv spielen. Das müssen sie gerade schön verteidigen. Ein bisschen reinhalten und natürlich die Abilities nicht treffen. Jo, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Bock habt, eben Smite weiter zu sehen auf dem Kanal. Ich habe gerade eigentlich enorm Bock drauf zu zocken. Smite zocke ich auch relativ viel, eben neben Counter-Strike und Arma 3 Breaking Point. Gebt einfach mal einen Daumen hoch, wenn ihr Bock darauf habt.
Meistens sind ja auf meinem Kanal wegen Counter-Strike, derzeit zumindest. Ja, war ein guter Treffer. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Damage Camp müsste gleich wieder kommen. Jo. Ah, ist immer so grenzwertig, dass ich mich da wieder. Oh, was will der denn jetzt? Will er mir tatsächlich. Scheiß. Ja, Mann, wir haben ihn, oder? Ja, Mann. Oh, dieser scheiß Stun. Bis jetzt sind wir auf jeden Fall zwei Buffs voraus. Ist jetzt hier im 3 gegen 3 mit Sicherheit nicht ganz so fatal. Aber auf jeden Fall nice. Ich nehme mal hier dieses Herz auf. Muss bisher noch nicht zurück. Ich werde gleich dann direkt mein Stack-Item voll kaufen. Wie viel brauche ich? Kann ich schon direkt kaufen. Aber ich muss eigentlich auch noch nicht zurück. Aber so langsam sollte ich. Einfach um euch mit den Abilities stärker zu werden. Ich kann jetzt noch einmal Mana holen. Dann würde ich kurz back gehen. Ein bisschen Goldvorteil. So, ich werde jetzt mal die 1 weiter skillen, trotz dessen. Das Buch kaufen, da kann ich noch kurz warten, 40 Gold, dann kaufe ich mir die, nicht Buch, die Schuhe. Und als nächstes würde ich auf Book of Tooth gehen. Bis jetzt mit dem Heal läuft es halt extrem gut, ich habe auch keine Mana-Probleme. Ist auch noch relativ gechilltes Game. Ah, ja, hier können wir. Oh, das ist dann. Ah, hier ist immer ein bisschen tricky. Den Abilities zu treffen. Oh, dieser scheiß Zwerg. Regt mich so auf. Herrgrad wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Ulti hat er doch gefailt des absoluten Zorns. Aber ist halt so, da bin ich noch nicht so belangt, mit der zu treffen. Aber kriegt man schon noch hin. So, dann sammeln wir uns mal die Stacks hoch. Wir könnten in Waden drüben mal anklingeln. Okay. Ja, ist clear. Heal ist auf jeden Fall richtig nice. Ich könnte euch eigentlich den Torrent skillen. Weil der ist auch immer nicht zu unterschätzen, vor allem im Late Game. Mir. Retreat, my finest creation. Ah, Damage, haben die den jetzt geholt oder haben wir den geholt? Nein, nein. Ah, wir haben getradet, okay. Passt, alles gut. Wir haben getradet, passt. Ich konnte mir 2 Items kaufen. Ah, Gold sind wir jetzt relativ gleich auf. Ein bisschen Tower Damage haben wir schon. Ich nehme kurz 2 Tränke mit. Einfach um noch ein bisschen besser dazustehen.
Ich war ja noch von dem einen Vorkampf noch vorne, deswegen war ich einfach noch zu low. Der Fafnir ist auf jeden Fall disgusting. Machen gut Damage bei ihm. Aber der, wie gesagt, der Fafnir ist einfach boah, richtig eklig. Stacked Armor? Eigentlich nicht, ne. Mana vielleicht noch regeln. Dann gehe ich jetzt mal auch noch auf die 3. Ist gezogen. Könnten den ja Mana Camp holen. Ist nicht da. Schade. Damage Camp kommt gleich. Die Range ist krass, auf jeden Fall heftig. So. Jetzt kommen sie genau in dem Moment. Ah, treiben sie zurück. Nice. Ah, der Buff bleibt, kann auch liegen bleiben. Nice. Dann gönne ich mir, bevor er weggeht. Ja, bis jetzt so, ja. Läuft so tralala. Sie war gerade beim Damage Camp. Dann lass uns mal direkt noch Mana holen. Dann gehe ich mal zurück und kaufe mein Item fertig. Dann würde ich direkt danach auf Durchdringung gehen. Sehe ich immer öfters, dass Verfaffen ja einfach auf Kraft geht, also auf magische Kraft. Double Stacked Heal. Nice. Schön vorbereitet. Da habe ich eigentlich gerade nicht wirklich viel dazu beigetragen. Aber gut. Ah. Läuft zunehmend besser. Ich kann in Ruhe stacken. Schauen wir mal ins Mana Camp rein. Ja. Nice. Das war richtig schön gemacht. Hat er jetzt Mana schon geholt, oder? Ah, okay. Ja, aufgegeben. So eindeutig war es jetzt noch nicht, aber wir haben schon unseren besseren Teil bisher abgeliefert. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, gebt mir bitte Kritik, positiv wie negativ, in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn noch gerne sehen möchtet. Und ja, gucken wir mal einmal rüber. Okay. Wir haben jetzt eigentlich nicht viel gemacht und eigentlich war es aufgeben in dem Sinne, in dem Fall völlig übertrieben.
Hier, Hel hat halt auch, wie ich, doppelt gestackt. Da geht halt am Anfang noch nicht so viel. Und ja, gut, ich sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.